Ja, Mahlzeit. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Sorry, dass in der letzten Folge ein bisschen wenig gemacht wurde. Wir machen heute Ich weiter sagte doch, der ich soll mich nächsten. beeilen. Du, Neb, jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe. Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. So, neue Quest, Dat Wiese. Erreiche den Taubenschlag. Hier bin ich falsch. Hier wollte ich durch. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? So, gucken wir mal hier durch, was hier noch so ist. Komme ich da rein? Nein, komme ich erstmal nicht. Aber hier hinter ist noch irgendwas. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Hallo Katze. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Lass mich raten, hier drin was? Ich lasse dich nicht hier. Krass. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Trage Ruya zurück zu Pelias. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Kommst du schon, ja? Bei den Göttern. Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes, armes Mädchen. Mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Sprich mit Dymnos, dem Waffenmeister. Dymnos, ich suche nach Ruya. Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruya, du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's! So, jetzt will ich mir so spucken, oder was? Scheinbar. Wow. Scheiße. Lauf nur, du ägyptischer Hund. Dich hätte ich dich jetzt noch gehabt, hätte ich jetzt noch mal drauf machen können, oder hätte ich getroffen, wäre das Thema durch gewesen. So, töte Dymnos. Machen wir es doch nochmal. Probieren wir es nochmal. Kriegen wir noch hin. So. Die Villa gehört mir. Hinaus.
Dann machen wir es halt so auf die Variante. Oh. Dann spielen wir das Spielchen halt so. Das muss der Brief sein. Nimm mal den Typen mal mit. Sprich mit Pelias. Bring mal den, komm mal, komm, wir bringen ihn mal zu Pelias. Wo haben wir es denn? Wo sind wir denn überhaupt hin? Da. Ein Schild nehmen wir noch mit. Hier gibt es ja richtig leicht durch die Gegend tragen, gibt es hier noch Dinge zu plündern. Hm. Na dann. Ich meine, das ist ja alles schon wieder nah beieinander. Guck mal da. Hier ist gar nichts. War es Dymnos? Ja. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Quest abgeschlossen, das Wiesel. Und wir sind noch nicht Level 15, also fehlen noch ein, zwei. Wir lassen hier mal liegen, kannst ja. Der nimmt den einfach mit. Ja, dann nimm ruhig. Kannst du haben. So. Der ruhige Fluss ist die Mission, die wir dann in der nächsten Episode angehen.